darüber schwadroniert, Hunderttausende von Bundeswehrreservisten wieder zu aktivieren, um gemeinsam im Schulterschuss mit dem sozialdemokratischen Verteidigungsminister Pistorius unser Land kriegstüchtig zu machen. Liebe Freundinnen und Freunde, das darf doch wohl nicht wahr sein, so wenig wie die Überbietungswettbewerbe immer mehr Geld in Rüstung zu stecken. Und wir reden da immer gleich über 2- bis 3-stellige Milliardenbeträge. Geld, das wir dringend brauchen, um unser Land wieder voranzubringen, um dafür zu sorgen, dass die Deutsche Bahn wieder pünktlich fährt, dass unsere Kinder wieder eine anständige Ausbildung bekommen, dass unsere Brücken nicht zusammenbrechen, liebe Freundinnen und Freunde. Da muss das Geld hin und nicht in die immerwährende Aufrüstung. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, der 9. Juni ist ein entscheidendes Datum, und an diesem Tag muss ein klares Signal ausgehen, dass wir nicht mitmachen, dass dieser Kontinent immer weiter gespalten wird, dass eine Frau von der Leyen sich an die Spitze setzt einer Bewegung, die Europa spaltet, die den Feind in Europa sieht. Liebe Freundinnen und Freunde, mit so einer Politik wird Europa irgendwann zerrieben werden zwischen Amerika und China, wird Europa irgendwann international keine Rolle mehr spielen und wird wirtschaftlich dramatisch absteigen. Das kann nicht die Vision für Europa sein. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier in Berlin. Hier in Berlin wurde die deutsche Einheit vollendet. Wir dürfen die Vision nicht aus dem Blick verlieren, die vor 34 Jahren von Michael Gorbatschow ausging. Das war die Vision des gemeinsamen Hauses Europas, die Vision eines Systems kollektiver Sicherheit unter Einbeziehung Russland. Das mag im Moment fern erscheinen, aber es muss die Vision bleiben, und deswegen kann ich Michael Lüders nur zustimmen. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass die Waffen schweigen. Wir brauchen Diplomatie. Wir brauchen endlich eine Verhandlungslösung in der Ukraine. Und lassen wir uns nicht verrückt machen von diesen selbsternannten Putin-Versteher, die angeblich ganz genau wissen, dass Herr Putin ja ohnehin nicht verhandeln will. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sollten es mal drauf ankommen lassen. Ich habe in meinem Leben viele Verhandlungen geführt. Ob die Gegenseite verhandlungsbereit ist oder nicht, wissen wir immer erst dann, wenn wir ein Angebot gemacht haben. Und das passiert im Moment nicht. Es ist unerträglich. Liebe Freunde, Helmut Schmidt hat mal gesagt, lieber 100 Stunden verhandeln als eine Minute schießen. Und ich glaube, das sollten wir uns zur Leitschnur machen. Sein Nachfolger, Herr Scholz, macht leider das Gegenteil. Er sagt, er will gar nicht verhandeln. Er will so lange Waffen liefern, solange Herr Selenskyj seine jungen Soldaten sterben lassen will. However long it takes, das kann doch nicht die Zukunft sein. Das heißt, immer mehr Tote, immer mehr Zerstörung und immer weniger Aussicht auf einen stabilen Frieden. Die Waffen müssen schweigen, liebe Freundinnen und Freunde. Die Verhandlungen müssen das Wort wieder haben. Das muss das Signal sein, das vom 9. Juni nicht nur aus Berlin ausgeht, aus ganz Deutschland. Es ist ein Signal für Deutschland und Europa. Geht zur Wahl, überzeugt auch die Nachbarn davon. Wir müssen gut abschneiden. Liste 28 ganz unten auf dem Wahlzettel. Geht zur Wahl, Liste 28 BSW. Wir wollen eine Politik für Vernunft, für Gerechtigkeit und für den Frieden. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.